Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Talad hier und ich zock für euch mal wieder Dungeon of the Endless. Das ist nämlich gestern aus der Early Access Phase in den Full Release gegangen, wie ihr unten seht, Version 1.015. Das letzte Mal, dass ich es gezockt habe, war glaube ich die Version 0.87 oder sonst irgendwie was. Ich habe vorhin auch schon mal kurz reingeschaut, aber jetzt hier mal bei los, start new game, ja. So weit war ich noch nicht. So. Schauen wir mal. Da geht die Crew dahin. Piu. Yep, das dürfen ein paar viele Tote sein. So, ihr seht, den habe ich irgendwie schon noch nicht freigespielt. Ach. Ah, okay. Bei drei Dingern. So, hier können wir uns jetzt die unterschiedlichen Schiffe ansehen. Win a game with the escape pod, spend 1000 food. Okay, dann kriegen wir das. Bei dem, win a game, never lose a hero in a winning game. Okay. Bei dem, with the armory. Keine Ahnung, was die Armory ist. Ah. Armory pod. Aha, also muss man nacheinander spielen. Okay, Sanitary Pod. Blablabla. Also dementsprechend nehmen wir den Kavenzmann. Wir haben hier den Hero Max O'Kane. Dann haben wir Serenumus, Gork Butcher Kurosa und Nurse Dina Ratchet. So, wir nehmen damit Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das so. Und damit ich ja auch ein bisschen was zeigen will, üben wir mal auf. Ganz, ganz leicht. Denn ich habe gelesen, dass der Zufallsfaktor in dem Spiel doch ziemlich hoch sein soll. Aber naja. Klicken wir mal. Start. Rons. Ja, schöner neuer Ladescreen. Und da seht ihr es. So, dann Klicki und Klacki ab den ersten Raum. Dann haben wir schon die ersten Gegner. Strom rein. So, was bauen wir denn ja schön nicht rein? Wir bauen ja ein Food-Gedöns rein. Denn Food ist super. Ohne Food nix los. Food los. Versteht ihr? Ich lasse es sein. So, wir nehmen aber die Tante mit. Und dann kommen schon die ersten Gegner. Oh mein Gott. Mal kurz Pause. Wir können noch nicht aufleveln. Erst ab 30 Futter. Verdammt. Meine ganze Planung kaputt. Egal. Blick. Können wir einen bauen? Nein, ab 25. Verdammt. Mal weiter. Wo können wir den leveln? Den können wir leveln. Aber den brauchen wir nicht mit dem Active Skill. So, wie ihr seht, hier haben wir neue Sachen. Wir können den zum Beispiel wegschmeißen, kriegen dann 6 Futter zurück. Wir können ihn heilen, was wir jetzt nicht brauchen. Wir können aufleveln für auch Futter. Restore, you can reset your abilities cooldown with time. The cost is... Ah, okay. Haben wir hier Passive Skills, da steht Self, Power Attack, 6% when the mates are nearby und, oh, plus 2 Science pro Zug, das ist schick. So, was hat sie? Sie hat Defense plus 10 when a group with others they rushed, und the monsters don't slow down the hero. Schick. Schick, hatte ich bei meinem letzten Playthrough oder gerade eben bei dem Antesten nicht. Wie dem auch sei, wir öffnen das Türchen, kriegen Futter und dementsprechend machen wir nochmal Pause. Leveln die alte hoch. Oh, geil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist das Paramedic Active Skill. Das ist für sie super cool. Das heißt, wenn ich das aktiviere, dann heilt sie sich und wenn Typen im Raum sind, dann ist sogar noch cooler. So, das ist ein großer Raum, den beenergien wir mal. Und
hoffen mal. 8, 35. 32. Ja, gehen wir hin. So, machen wir nämlich nochmal Pause. Basteln hier einen Industriedingsbums hin und zwei ein Verteidigungsding. Hier ist angewählt. Ab in den nächsten Raum. Ah, Hilfe! Oh yeah! So, sehr schön. Könnten wir noch ein bisschen Dust gebrauchen, weil wie auch davor schon für Dust, also für das Töten von Gegnern. Manchmal lassen die so eine Dust-Partikel fallen. Und für jeden 10er-Block hier, kann man einen Raum mit Energie versorgen. Und ja, das ist so mehr oder weniger das Ziel des Spiels. Da, habt das gesehen, jetzt haben wir 8 Science bekommen, Dust bekommen. Klick. Und ein Science-Dingsbums. Was haben wir denn hier? Emergency Generator. Pass the room without dust. Operating increased monster dust loot probably on in the floor. Oh, das ist aber schick. Haben wir hier irgendwie so ein Feuer-Dingsbums? Ach nee, das ist nur ein Buff. Dann haben wir hier auch was zum Schießen. Ja, ja. Eurostun. Bla 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 bla. Okay. Aha. Kann jetzt auch Reset machen. Aha. Okay, aber dann erhöhen sich die Kosten. Aha. Okay. Ja, testen wir einfach mal aus, ne? Klick. Tesla Module, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Boah. Schon so ein Wissenschaftsgenerator der Stufe 3. 65 Science. Ja, warten wir erstmal ab, weil der nur so kommt. So, da haben wir das. Da packen wir mal zwei so eine Dinger rein. Öffnen das nächste Türchen. Ist ja fast wie Weihnachten hier. Oh, sehr schön. Ein sich selbst versorgender Raum. Großartig! Haben wir jetzt schon genug? Ja. Klick Active Skill, was hat er? Verbal Abuse, Attack Power und Defense. Okay, das heißt, wenn ich mich mit ihr hier jetzt zurückziehen würde dahin und die das Ding aktivieren würde, dann werden die krasser. Das ist ja krass. So. Open. Yay! Schieß sie kaputt! Schieß sie kaputt! Fantastisch. So, wir haben jetzt wieder 31 Gedöns und ich würde sagen, wir basteln hier mal einen Science-Generator hin. Ja. Haben wir jetzt hier schon was Schönes? Medical Pal. Okay, das ist ja nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir versuchen mal auf 65 zu sparen, dass wir das Ding hier gleich basteln können. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Wäre jedenfalls schön, weil ich es bezweifle. Ah, Gegner! Ja, das Interface ist ein bisschen groß. Man kann das auch noch einstellen, aber ich habe jetzt keine Lust, in den Optionen darum zu verwerken und dementsprechend, ja. Lassen wir das jetzt einfach mal so. Jetzt könnte ich aber mal einen Merchant bzw. eine Kiste. Wäre ganz praktisch. Gegner? Ah, da kommen sie! Hilfe! Da kommen sie, das ist zu weit. Wer noch weiß, woher das ist, der soll jetzt mal in die Comments schreiben. Der gewinnt zwar nichts, aber weiß, er hat früher sehr viel fern gesehen als Kind. Ah, das ist schon das Ende. Das Ende ist nah. Wir leveln sie auf und kriegen nichts. Verdammt. Aber egal. Als nächstes kriegt sie wieder ein Passive Skill, aber ich würde sagen, den nächsten Level
schenken wir ihm, dass wir mit ihm dann vielleicht... Ne, kriegen wir nicht. Crap. Egal. Egal, das ist alles doof. Ja. Gut, 65 haben wir zwar irgendwie hinbekommen, aber jetzt ist halt kein... sind halt leider keine Räume mehr übrig. Vielleicht geht das ja aufs nächste Level über. Aber damit würde ich trotzdem gerne warten. Piu. Denn, Flick, Klack. Ich weiß halt nicht, wie es in der nächsten Runde ist, ob wir da als nächstes auf einen Merchant kommen. Wäre sehr ärgerlich, würden wir auf so einen Verkäufer treffen und der dann, und wir dann halt ohne Währung dastehen, denn das hatte sich nämlich auch geändert. In den Versionen davor musste man den Merchant mit dem Dust bezahlen und das bezahlt man jetzt mit Science, deswegen ist das schon sehr praktisch. Na los, lauf. Wenn die Heroes übrigens einen Kristall tragen, dann können sie nichts machen. Wir klicken hier auf Exit und das erste Level ist geschafft. Woo! So, wie ihr seht, nicht so weit. So, like. Hold on, it's Tuesday? No, it's... I'm totally confused. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Dungeon of the Endless wieder. Mein Name ist Taladir, ab in die Comments, wie ihr es fandet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.